Binoculars, schön. Du hast doch deine PDW noch, ne? Mhm. Dann nehme ich dir mal MP5-Magazine mit. Wie viel Elan hier gespielt wird. Ist unglaublich. Ja, aber ja also Spaß macht das schon so, aber... Erstmal, mich kotzt es noch an, dass ich ein SD-Magazin, dass sich das irgendwie weggeglitscht hat. Aha. Und, ja, dass ich jetzt erstmal irgendwie zu Turbo finden will. Aber ja, du bist doch ganz nah, dachte ich. Ihr könnt ja, auch jetzt schon die Karte angreifen, Object Day 2 machen. Aber dass ich jetzt erst vorbeilaufe und dann wieder zurücklaufen muss. Ja, also du kannst ja auch fahren, wenn du noch einen Reifen hast. Nee, den hab ich ne, wohl. Und einen, Ding zum Reparieren. Nee, nicht Jerry. Ja, Jerry Can glaube ich sogar auch, aber ich meine jetzt erstmal eine Dingsbox. Toolbox. Nee, Reifen und den Motor habe ich vorhin ausgepackt. Eine Toolbox müsstest du noch haben, oder? Mhm. Hey, Klopapier! Yay! Mit. Und sie schrie nach Klopapier. Klopapier! Und sie schrie nach Klopapier. Klopapier. Ich habe jetzt so ein klitzekleines Zombie-Problem. Du darfst kommen, wenn du magst. Na, willst du da oben noch was? Nee, also ich weiß halt nur nicht, in welche Richtung ich dir entgegenkommen soll. Deswegen, du hast ja gesagt... Siehst du diese große Antenne da? Ja. Lauf mal dahin. Okay, sofort. Ich muss noch kurz in diese Bahn. Und lauf dann mal an dem Hang, an dem die steht, lauf da mal runter. Ich bin übrigens sogar an der Antenne. Ja, dann lauf mal den Hang da runter. Ja, okay. Aber wenn es falsch ist, dann bin ich nicht schuld, ja? Also wenn es jetzt die falsche Richtung ist, meine ich. Na, dann bleib mal stehen. Natürlich bist du unschuld, du bist immer schuld, Teufel. Oh ja. Also da sehe ich schon mal die Zombies. Willst du lieber eine PKM haben statt deiner Waffe? Nee. Okay. Ich bin jetzt. Leute, die Baracken sind alle ausgekundschaftet, ja? Ja, wo bist du? Hier liegt noch so viel Zeug drin. Bist du in der Baracke? Ja. Du, ich wollte gerade den Berg runterlaufen. Hier lag noch so viel Zeug drin. Geh den Berg? Ja, aber keine Waffen, oder? Oh, du hast geschossen, ne? Ja. Lass mich durch, du Mongo. Ja, da kommen wir zurück. Ich weiß jetzt nicht, wo du lang bist. Ja, ich hab dich nur gehört. Ja, dann lauf mal dahin. Unterwegs. Da bist du das? Ja. Okay, schön. Dann lass uns abhauen. Also das hier wäre jetzt der Hang, zu dem ich runtergelaufen wäre. Achso, ja gut. Siehst du den Hubschrauber? Nein. Ja, aber wer weiß, was weiß ich denn, wo du hinkommst? Ja, das ist die Frage, wo wollen wir hin? Ja, weg vom Schnee. Weil der... Dann. Wo laufen wir jetzt hin? Scheiße. Wo ist denn dieses Object A2 nochmal? Hier unten irgendwo, ne? Da war ich eben, da ist auch nicht so viel groß. Achso, okay. Ah, das ist ein Bunker. Warst du im Bunker? Nee. Weil in dem Bunker, da geht's echt tief runter, da gibt's viele Sachen. Dann Moment. Aber du musst nicht rein, du musst ja nicht rein. Also ich zwinge niemanden. Dann müssen wir aber jetzt nochmal auf die andere Seite. Unsichtbar. Ja. So. Ja? Wieder zurück. Also diese Heatpacks bringen ja mal gar nichts. Eben jetzt eingenommen, jetzt blinkt das schon wieder hier. Jetzt bin ich schon fast wieder runter. Eben. Also ich bin ganz unten, ja. Am untersten Rand bin ich am Display. Ich muss mal so einen Tipp geben, wenn ihr in den Bunker geht, das kann sehr gefährlich sein. Warum? Wegen Menschen? Weil da ist nämlich so eine Leiter, die geht im Bunker rein. Das ist der einzige Eingang. Und es reicht ein Typ, der unten an der Leiter steht und einfach jeden abschießt, der die Leiter runterklettert. Naja, Turbo geht vor. Ja, natürlich. Ich habe ja auch nur den größten Rucksack und ich habe auch nur eine AK mit zwei Magazinen. Ja, du stirbst schon häufig. Ich wollte so einen Tipp sagen. Ja, danke. Aber warum sollten Leute das machen? Gibt es so fiese Menschen? Ja, zwei Leute, einer bewacht die Leiter und einer lootet das Ding. Also das ist schon ziemlich groß. Okay. Und auf dem 30-Leute-Server kann jeden Moment einer reinspringen. Wenn da keiner unten steht, dann machen wir das so. Okay. Dann loote ich und du. Hier bei dem Helicrash? Warst du da zufällig schon? Wahrscheinlich nicht, ne. Ja, weil da gibt's dann unten so eine Tür, wo es dann halt noch weiter runter geht. Und da steht gerade einer an der Tür und wartet, bis halt einer die Leiter runterkollt und knallt halt gleich ab. Da muss ich eine Rauchgranate werfen. Was liegt hier so?
Painkiller und eine Dose. Wow. Lol, ist das ein Huhn? Das Reststück von der Leiter runter. Moment. Fallen, Teufel. Alter, wie ich zitter. Moment. Zitter ich wegen der Kälte oder zitter ich wegen... Wegen der Kälte. Ja. Da gibt's auch sowas, dass so das letzte Stück von der Leiter kannst du dann Drop Down Ladder machen. Und dann? Und dann fällt er so das letzte Stück von der Leiter. Ah, ich hab's erlegt. Trotz zitternder Hand. Und was bringt's mir? Ja, dann bist du schneller unten. Achso, meinst du, ich bin ja nicht damit? Wir nennen uns jetzt von dicken Hühnern. Wenn du normal runterkletterst, kletterst du noch zwei Meter ungefähr in dem Raum die Leiter runter. Und die 2 Meter bist du ziemlich langsam. Okay. Und wenn du da die 3 Meter runter droppst, das macht dir eigentlich gar keinen Schaden. Und dann kannst du schneller reagieren. Okay. Also so als Tipp. Moment. Ja, wir überlegen uns das mal. Turbo, kannst du mir mal eben die MP5? Magazine? Ja. Du hast irgendwas auf den Boden geworfen gerade, ne? Ja. Das sind die ganzen angefangenen G17. Dann nehme ich die mal. Habe ich wenigstens welche. Hast du die im Rucksack? Nee, warte, ich tue sie rein. Oh Mist, wie geht denn das jetzt? Moment, warte. Ich muss weg von dem Gear. Zack. Wie viele Plätze hat denn der Rucksack bitte? 24? Echt? Ja. Okay, kannst reinschauen. Jupp. Alles klar? Moment. Okay. Diese GP25 hast du jetzt nicht dabei, diese Granaten, ne? Schade. Boah, mich kotzt das an, ey. Wenn ich so 2 fast volle Magazine SD hätte, wäre das ja voll in Ordnung. Aber 1 ist irgendwie immer zu wenig. Aber es ist voll. Nein. Warum? Hast du geschossen oder war es schon? Na, ich habe doch einen Typen damit erlegt, der das hatte. Achso, also, du meinst ja, achso, der hat auf dich geschossen, klar, ja. Ja. Also auf mich hat er gar nicht geschossen, oder? Ich hab's nicht mitgekriegt, aber der hat wahrscheinlich schon geschossen damit. Ich dachte, du hast sie mit der PDW. Ja, ne? Hab mit der PDW, aber er hat nicht mit der Waffe auf mich geschossen, so meine ich. Achso, das heißt, er hat einfach mal irgendwann das Magazin angefangen. Genau. Ja, wahrscheinlich Zombies damit getötet oder sowas. Ja, und da war halt 1,24 und 1,26 und 1 ist weg. Natürlich das 26. Ja. So ist das dann immer. Aber der Typ, dass er mich nicht... Naja, egal. Dumm, ne? Der hat mich nicht gesehen irgendwie. Ich habe gedacht, der hat mich schon gesehen. Ich habe gesehen, dicke Waffe, boah, ich laufe hier bloß mit meiner PDW rum. Habe ich gedacht, naja, komm, was soll's. Laufe ich da hin, läuft er erst ein kleines Häuschen rein. Stehe ich da vorher, kommt raus, läuft erstmal weiter. Irgendwie hat er eine Weile gebraucht, um das zu checken. Ja, und dann... Ja, vielleicht war er einfach freundlich, hat gedacht, hey, vielleicht lässt er mich in Ruhe, wenn ich ihn in Ruhe lasse. Nicht mehr, der ja, so eine Waffe hat. Waffe und der kriegt mich auch kleinen so, Teufel, ich weiß nicht, wo der Bunker ist. Ich so hundertprozentig auch nicht, aber da läuft oder rutscht irgendwas vor. Ey, da buggen voll viele Zombies rum. Siehst du die? Siehst du, wie die da spawnen und alle sterben? Nee. Also sterben tun da keine. Siehst du nicht, wie die da spawnen und den Berg runterfallen? Welchen Berg? Ach da, welchen... Nee. Ah, das zittert zu sehr. Hä? Komm an meine Position. Welchen Berg? Ja, diesen Abhang. Nee, sehe ich nicht. Ernst, ne? Also bei mir laufen da. Bei mir spawnen da richtig viele Zombies und fallen alle in den Boden. Nö. Hä? Wie geil ist das denn? Egal. Wie, die fallen in den Boden? Ja, die fallen... Da fehlt der Boden. Die fallen in den... Die fallen... Da fehlt echt der Boden bei mir. Okay. Da ist einfach kein Boden gespawnt. Geil. Völlig schwerelos... Ne, halt. Falsch. Wie ging das? Völlig losgelöst. Genau. Von losgelöst. Der Erde. Fliegt das Raumschiff ohne Schwere los oder so, ne? Right. Oder so? Neue Interpretation, das habe ich selbst geschrieben. Hier ist im Ernst kein Boden, ab hier, siehst du, ab hier, hier ist kein Boden. Lol. Bei mir, fall nicht runter! Ja, bei mir ist da Boden! Du fällst voll runter! Wie kommst du denn, ey, jetzt will ich aber auch sehen, wie du wieder hochkommst, komm den gleichen Weg wieder her. Lol. Ja, jetzt bin ich wieder hier bei dir. Nein, bist du nicht. Also, krass. Ich gehe da nicht lang. Mir ist da kein Boden. Deswegen sind die Zombies auch alle gespawnt und wieder runtergefallen und wieder hochgeglitscht und wieder runtergefallen. Ja, wie geht's hier lang? Geht's hier irgendwie so durch oder so? Nein. Schön. Achso, der macht. Ey, der macht ja eine Flugrolle mit V neuerdings, ne? Ja. Ne, bei mir nicht. Doch, während jetzt weiß ich immer noch nicht, wo der Bunker ist.
Wo bist du jetzt, Zorro? Max, wo, ich bin da, wo die Straße ist. Ach da. Ich kann hier nicht überall langlaufen, weißt du, ja, weil da halt... Was ist mit mir? Du sollst uns bitte mal sagen, wo der Bunkereingang ist, weil ich habe jetzt hier keine Lust, in den Boden zu glitschen. Ihr seht auch Object A2, ne? Jo, es regnet. Es regnet? Also, erstmal oben in Object A2 ist ein Bunker. Eine Baracke. Lol, wo ist hier eine Baracke? Ist nicht mehr. Nee, vergiss es. Und genau in der Mitte von Object A2 ist der Bunker. Das ist so ein kleines Betongebäude. Links davon ist so eine einigermaßen große Industriehalle mit so Gewölb, mit so einem gewölbten Dach. Ach das, ich sehe ihn. Ah, da, ich sehe den Bunker. Halt, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ich bin mit dir, halt. Ich will dich nicht verlieren. Gibt's nicht auch ein Lied irgendwie? Ich will dich nicht verlieren. Ach, tausende bestimmt. Wo bist denn du? Ja, ich stehe hier auf der Straße so. Auf der Straße? Warte. Naja, da wo wir reingekommen sind. Eine Baracke, ne, Jungs? Wo ist die? Die ist oben. Ja, Tobo, ich weiß nicht, wo ich hinlaufen soll. Ich weiß nicht, da bist du. Komm doch mal rein hier. Wo rein? Also, ja, hier ins Gebiet. In da ist keine Straße, da ist kein Weg. Da sterbe ich, wenn ich da runter glitsche. Ja. Na. Moment. Eine kurzer Reconnect. Das kann ja wohl so nicht sein. Moment, hier hat jemand geschossen. Hier hat jemand geschossen. Hast du eine Waffe? Weiß es nicht. Ich bin nicht so gelehrt. Ist jemand gestorben? Toll, ich bin krank. Krank? Hustest du? Ja. Dann müssen wir Antibiotika für dich finden. Ja, da eben. Bilde ich mir das ein? Ja, da eben was geschossen. Das ist durchaus möglich, vielleicht unterirdisch. Ja. LOL! Nein! Was? Nein! Ich hab's gehört! Was? Der Blattsacker? Ja. Warte mal, wo war jetzt nochmal die Baracke? Ich hab's. Du kannst ja, ich hab's schon. Den Bunker klettern kannst du auch, ne? Und dann kommt das Vieh da nicht hoch. Da ist immer noch kein Boden. Was ist denn das? Ist für dich alles leer in der Mitte? Kannst du da irgendwie rein? Ne, also nein, das Zeug ist gespawnt, aber in der Luft. Und du glitschst bei mir da. Lol, das ist ein Typ in Camo. Lol. Mit MG. Lol. Oh. Wie, wo läuft denn der hin? Der bewegt sich gar nicht, ist innerhalb dieser Mauer in der Mitte, relativ in der Mitte. Oder unterirdisch eventuell auch. Kannst du dir nicht sagen. Ich weiß noch nicht, wo bist du denn? Also ich bin jetzt in der Baracke. Und ich höre das Vieh. Ich sehe keine Baracke, das ist das Problem. Ich kann hier nicht, ich weiß nicht, ich laufe jetzt hier runter, aber ich sterb wahrscheinlich. Alter, ich habe jetzt hier so eine AK mit voll krassem Visier. PSO oder wie? Irgendwas mit Zoom. Oh, hier ist der Blattsacker auch noch. Oh, ich krieg hier gerade voll die Panik. Rennt in den Bunker, da kriegt es wie euch nicht. Turbo, was machst du jetzt? Ich versuche jetzt einmal diesen Typen zu töten mit Karma. Alter, hier sind voll die krassen Waffen. Die Waffen habe ich noch nie gesehen. Was ist das? RPK. Ja, ist ein MG. Hey, der Typ blutet. Haha, ich hab den Camo-Typ gehört. Toll, wo sag mir bitte, was ich machen soll. Oh, der schießt! Ich hab auf diesen Camo-Typen geschossen. Was ist mit dem? Naja, der hat eine MG und der hat Camo-Klamotten. Wo ja, bist du, Teufel? Killt er dich jetzt? Nein, also ich glaube, ich laufe hier lang, wo ich gar nicht langlaufen können sollte. Teufel, wo bist du? Ich bin unten in den Boden quasi reingelaufen, wo für mich Boden ist. Das heißt, du glitschst jetzt irgendwo oder was? Ja, also ich bin irgendwo, wo ich eigentlich wahrscheinlich nicht sein sollen könnte. Kannst du mal wieder da hinkommen, wo du eben standest, dass ich dich sehen kann, Max? Gleich, warte. Lass mich kurz noch versuchen, diesen Camo-Typen zu töten. Der glitscht hier irgendwo rum. Da ist der. Er schießt. Boah, Gott. Ich schon wieder, aber ich treffe ihn nicht so ganz. Also er blutet, aber er stirbt. Lol. Doch, er stirbt. Eins. Aber frag mich nicht, wo der jetzt ist. Ob der jetzt... Guck mal, ob du jetzt irgendwo eine Camo-Leiche rumstehen siehst. Rumstehen siehst? Naja, ja, also liegen. Ja, wo denn? Mittendrin oder was? Ja, so relativ tief im Boden. Schießt du schon wieder? Ja. Ach, sag mal bitte immer, bevor du schießt. Okay, ich schieße jetzt. Warte, ich hör auf. Was? Oh, lol. Was war das? Kriegsveteranen greift zu den Waffen! Was?
What the fuck? Ich schieß wieder, sorry. Musst du gucken, bist du. Es ist immer schwer abzupassen, wann dieser Typ hier rumglitscht und wann nicht. Ich sehe ja voll viele Leute rumlaufen, das ist voll creepy. Hä? Meinst du das? Siehst du den Bunker, Teufel? Die fallen, nein, ich bin quasi da. Hier ist, für mich ist hier quasi so eine richtig hohe, ich sag mal, Baugrube. Ich geh jetzt in den Bunker rein. Reicht's mir. Ich warte mal, nee, halt, warte mal. Ich versuche mal zu den Schüssen zu kommen. Das geht nicht, weil ich unterirdisch bin. Ich sehe nur so einen Typen mit Checkpack auch rumlaufen, zum Beispiel. Schieß mal. Das ist wahrscheinlich im Bunker, der mit dem Checkpack. Ja, eben. Und dieser mit dem Gilly wahrscheinlich auch. Aber was soll ich machen? Ich sehe die ja nicht, weißt du? Und hier liegt... Trollolol, der Typ liegt hier. Mit dem MG. Der hat eine PKM. Oh, der hat einen Starnack, aber kein SD. Da kannst du irgendwie mal wieder irgendwo hinkommen, wo ich dich mal sehen kann? Ja, aber ich muss mir kurz warme Klamotten anziehen. Eine Sekunde. Oh, du hast welche. Ja. Au, ich hab mich verletzt. Der Spast. Ich bin vom Boden gefallen, als ich die Klamotten gewechselt habe. Hab mich dabei verletzt. Blute ich oder blutet der? Hoffe er. LOL, jetzt wurde ich erschossen. LOL. Was? Ich hab's gehört. Ja. Jetzt wurde ich erschossen? Keine Ahnung. Hä? Stark. Was geht denn hier ab? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß, ich war echt in so einer Baugrube. Das sah aus wie eine Baugrube. Und da glitschen dauernd Leute von oben, sind runtergefallen, wie so Regentropfen, ne? Aber wenn sie unten waren, sind sie da höchstens ein paar Sekunden geblieben, waren sie wieder oben. Und dann sind wir wieder runtergefallen, aber nicht unbedingt an der exakt gleichen Stelle. Also irgendwie ganz, ganz komisch. Okay. Ich hab keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ein Fall für Galileo Mystery. No voice in Side Channel. Ich würde einfach versuchen, nochmal in den Bunker reinzugehen, Teto. Ja, also ich würde mal sagen, ich höre dir jetzt einfach nur zu, aber ich habe jetzt irgendwie auch keine Lust mehr selber zu spawnen, ehrlich gesagt. Weil, Wie hat der dich denn getötet, bitte? Looks like a Jerome Cheater. Achso, weil du im Boden warst, haha. Du hast die getötet, obwohl du oben drauf. Also, use Bug. Ah ja, genau. Anscheinend ein Bug, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich bin ja nicht. Es war ja nicht meine Entscheidung, was soll ich denn machen? Wenn das Zeug nicht spawnt, ich habe extra. His kill so. Me outside Bunker. Wahrscheinlich werde ich jetzt sterben, aber ist mir egal. Ich der runter. War im Bunker und du hast den. Ja, das ist mir auch klar. Oh, ich bug fest. Aber wie soll ich denn, was soll ich denn machen, wenn das Zeug nicht spawnt? So, ich kletter jetzt runter und werde wahrscheinlich sterben. Ich beende jetzt mal die Aufnahme für mich. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao. Ciao. Oh Gott, ich höre Leichen. Und ich kann nicht nach unten gucken, ey, das ist ja so fies. Ja, im Bunker sind mehrere Leute. Oh, ich bin tot. Alter, da campen wirklich unten Leute. Das sind so fucking Bobs einfach. An der Leiter oder was? Ja, ne, ich hab gar nicht gesehen. Die haben einfach geschossen und dann. Ah, ja. Boah, jetzt regt euch nicht auf, ihr seid fucking Camper, die da unten die ganze Zeit stehen. Boah, naja, egal. Hätte gerne mal den Mucker gesehen. Machst du nix? I was in Bunker, Jerome kill outside. I was in Bunker, Jerome kill outside. Da, me, T. Wie viel hast du getötet? Zwei. Ne, einen. Also einen sicher. Und den zweiten habe ich krass verwundet. Also ich fühle mich bestimmt voll verarscht, weil man kommt die Schüsse aus der Waffe raus. Also ich find das voll okay, wenn die da unten campen, dann... You kill from texture. Ich kann mir so richtig gut vorstellen, die sehen da so eine Waffe durch die... die sehen die wahrscheinlich nicht, weil ich war ja nicht unbedingt einen Meter vor denen. Ich habe ja locker, keine Ahnung, 50 Meter oder sowas von denen weggestanden, oder 30. Das wäre geil, wenn so die Waffe so einfach mal durch die Wand durchguckt. Na gut, okay, dann was ist hier auch von meiner Seite? Also ich finde Namalsk eigentlich ziemlich interessant, ja. Also ich glaube, wir wären auch... Also ich zumindest für meinen Teil hätte schon mal Bock, auch nochmal hier zu spielen. Weil... erstmal kenne ich die Map noch nicht so und dann, dass es hier auch so neue Sachen gibt, die, also hier zum Beispiel mit diesen Blattzackern, finde ich ziemlich interessant. Und ich würde schon gerne nochmal in den Bunker mal gucken, jetzt interessiert es mich schon. Okay, ja, dann sehen wir uns wieder hier so, Daisy und so, Namalsk und so und dann, ja, dann bis dahin, tschüss. Tschüss. Ja, ciao.